Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Ich war mal wieder einkaufen und zwar war ich bei Thomas Philips und habe dort einige schöne Schnäppchen gemacht. Thomas Philips ist, glaube ich, gar nicht so bekannt als Kette. Ich würde das am ehesten so mit Action vergleichen, also so ein Laden, wo es alles Mögliche gibt, von Süßigkeiten über Kosmetik bis hin zu einem Gartenteich oder irgendwie sowas. Also wenn man irgendwas zu einem guten Schnäppchenpreis sucht, dann kann man oft bei Thomas Philips sehr, sehr oft fündig werden. Deswegen gehe ich auch immer ganz gerne in den Laden, um da einfach ein bisschen herumzuschnuppern. Manchmal hat man da nämlich Glück, dass zum Beispiel Kosmetikartikel von bekannten Marken dort zu einem Bruchteil des Preises zu haben sind, was man normalerweise in der Drogerie bezahlt hätte. Oder wenn zum Beispiel irgendein Produkt dann halt aus der Saison gekommen ist, irgendein Winterprodukt von, sei es Nivea oder Dove oder irgendwie sowas, dann findet man die meistens noch eine ganze Weile bei Thomas Philips oder eben auch bei Action. Deswegen gehe ich da, wie gesagt, zum Schnäppchen machen immer sehr, sehr gerne hin. Oder man findet halt auch immer schöne Dekoartikel. Da habe ich ein paar gefunden, auch ein bisschen was zum Snacken. Aber fangen wir an mit einem Kosmetikprodukt. Und zwar habe ich auch ein Schnäppchen gemacht für 1,99 €, also wirklich super günstig. Eine Haarfarbe von Schwarzkopf aus der Reihe Got2Be. Die findet man auch inzwischen nur noch super selten. Bei uns im DM gibt es die manchmal noch, aber eigentlich nicht in den Farben, wie ich sie haben wollen würde. Weil, wie man logischerweise sieht, ich färbe mir die Haare rot. Und da habe ich jetzt die Farbe 7.7 Herbstrot gefunden. Also man sieht, die ist ein bisschen anders zu der Farbe, wie ich sie aktuell habe. Gerade habe ich das intensive Rot von Syos. Aber dieses intensive Rot wird sich auch mit der Zeit wieder auswaschen. Und dann habe ich irgendwann immer so, ja, so eine ziemlich ähnliche Farbe, wie diese hier, halt so ein, ja, so ein Kupferrot. Und dann kann ich ja praktisch den Ansatz direkt damit nachfärben. Die hatten leider von der Farbe nur noch eine einzige da, sonst hätte ich wahrscheinlich gleich ein oder zwei Packungen mehr mitgenommen. Werde ich aber beim nächsten Einkauf auch dann mal wieder gucken, ob ich vielleicht noch weitere Farben finde. Auch ein dunkleres Rot könnte ich sehr, sehr gut mitleben. Aber das ist halt auch schon ein Riesenunterschied, ob man halt für so eine Haarfarbe 1,99 € zahlt oder halt irgendwie 5 bis 7 €, je nachdem, was es in der Drogerie gerade kostet und welches Produkt das ist. Und deswegen habe ich natürlich direkt zugeschlagen, weil ich sag mal, Haarfarbe brauche ich sowieso regelmäßig, so etwa alle 2 Monate, damit der Ansatz kaschiert wird. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich dieses Schnäppchen machen konnte. Dann habe ich ein Produkt mitgenommen, das ich auch immer mitnehme, wenn ich bei Thomas Philips bin, weil es halt super lecker ist. Und zwar ist es die Sweet Chili Soße. Die kostet 2,48 €, auch so ein bisschen komisch, komischer Preis. Aber die schmeckt auf jeden Fall so gut. Die hat halt die perfekte Mischung aus Schärfe und Süße. Also es gibt die natürlich auch von vielen anderen Marken, aber die hier von Thomas Philips, die schmeckt mir irgendwie echt am besten. Da sind 700 Milliliter drin, hält also auch eine ganze Weile, weil die löffelt man ja nicht weg, sondern man macht manchmal nur so einen Spritzer über irgendwie zum Beispiel gebackene Kartoffeln oder irgendwie sowas. Oh, Brustkartoffeln, die schmecken mega, mega gut mit gebackenen Süßkartoffeln. Also da war ich so begeistert von. Also ich kaufe nicht so oft Süßkartoffeln, weil die immer so ein bisschen schwierig zu handhaben sind. Die sind ja schon sehr, sehr fest. Aber manchmal, ja, sage ich, okay, jetzt strengst du dich mal richtig an und schneidest die irgendwie in schönen, dünnen Scheibchen klein ab in den Backofen und dann so ein bisschen von dieser Soße drüber. Oh, ich könnte den ganzen Abend nichts anderes essen. Also die ist auf jeden Fall super lecker. Falls ihr so Sweet Chili Produkte mögt, kann ich die euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich bin da richtig Fan von. Dann habe ich mir noch ein Markenprodukt mitgenommen, das so ein bisschen abgewandelt ist. Und zwar halt Maggi-Würze. Die ist irgendwie importiert aus einer... Ich verstehe dieses Wort nicht, was da drauf steht. Irgendwie Pritzbrava oder irgendwie sowas. Falls ihr die Sprache identifizieren könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall 1:1 die ganz normale Maggi-Würze, die man bei uns auch im Supermarkt bekommt. Unterschied ist halt, dass diese Maggi-Würze 99 Cent kostet, während die Maggi-Würze in derselben Größe im Supermarkt halt irgendwie 2,69 € oder so kostet. Ich brauche das jetzt nicht in rauen Mengen, aber manchmal irgendwie eine Suppe oder sowas oder über ein bisschen Gemüse mache ich mir doch ganz gerne mal so 1, 2 Spritzer Maggi. Und dann ist halt ganz gut, wenn man das im Haus hat. Und wie gesagt, da kann ich ein Schnäppchen machen, auch wenn ich nicht weiß, wie man hier den Markennamen dann ausspricht. Aber es ist halt dasselbe Produkt und man kann halt ein Schnäppchen machen. Deswegen nehme ich eigentlich immer ja diese Maggi-Würze bei Thomas Philips mit, weil man da halt einfach fast...
zwei Drittel sogar weniger bezahlt und das lohnt sich dann auf jeden Fall schon. Ebenfalls sparen kann man bei Porridge. Zwar nicht so krass wie bei der Maggi-Würze, aber doch noch ein paar Cent. Und zwar habe ich mir Tütchen von Ruf mitgenommen. Da habe ich mir einmal den Porridge Himbeer White Choc mitgenommen und Blueberry Joghurt. Die kosten bei Thomas Phillips 85 Cent, bei anderen Supermärkten kosten die inzwischen 99. Es ist nicht so eine krasse Ersparnis, aber doch ein bisschen. Und ich esse die super gern. Also gerade hier Himbeer White Choc ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschmacksrichtung. Weil halt mit diesem fruchtigen Himbeergeschmack und dann hat man gelegentlich noch diese kleinen weißen Schokoladenstückchen dazwischen. Bin ich riesen Fan von, schmeckt super, super gut. Habe ich mir halt mal wieder mitgenommen. Und auch Blueberry Joghurt ist sehr lecker, hat halt diesen frischen Joghurt-Touch und dazwischen sind noch kleine getrocknete Blaubeeren. Und mit Blaubeeren kriegt man mich ja sowieso. Ich liebe Blaubeeren. Ich gucke halt auch immer, also ich richte tatsächlich meinen Wocheneinkauf in den Supermärkten danach aus, wo Blaubeeren gerade im Angebot sind, weil ich wirklich so gerne Blaubeeren esse und da passt natürlich dieser Porridge sehr, sehr gut und dann habe ich halt auch noch ein bisschen Geld sparen können im Vergleich zu anderen Supermärkten. Ich habe mir dann noch was zu futtern, es ist ein sehr lebensmittellastiger Haul hier gerade, habe ich mir mitgenommen einmal hier so eine, ja, Zitronensäure für 69 Cent. Ich mache mir immer ganz gerne in Suppen so einen Spritzer Zitronensäure mit rein. Und wie gesagt, 69 Cent ist halt einfach ein super, super günstiger Preis. Und weil die Flasche, die ich habe, sich so langsam dem Ende zu neigt, habe ich die jetzt halt nochmal nachgekauft und habe mir direkt auch nochmal statt Zitrone auch noch einmal Limette mitgenommen. Ebenfalls für 69 Cent. Und die esse ich besonders gerne in dem nächsten Produkt, was ich euch gleich zeigen werde. Also das verleiht halt dem Essen immer noch so einen, ja, so einen Hauch von Säure und macht, gibt so einen kleinen Pfiff mit rein, was ich wirklich sehr gerne mag. Und diese Limette gebe ich immer ganz gerne in diese Pho-Suppe von Mama. Also ihr kennt das bestimmt, dass, die haben auch diese ganz typischen Nudeln, wo man einfach nur heißes Wasser rüber gießt und die dann halt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zwischendurch so weglöffeln kann, sozusagen. So ein bisschen wie 5-Minuten-Terrine. Die haben aber halt auch, wie gesagt, diese Suppe, wo Reisbandnudeln mit drin sind. Und ich mache mir die immer noch, ja, ein bisschen für meine eigenen Bedürfnisse, dass ich zum Beispiel Brokkoli, Erbsen, Blumenkohl, Champignons und so weiter, dass ich die immer mir portioniere, klein schneide und dann gebe ich halt diese Suppe darüber, weil die schmeckt richtig, richtig gut. Die schmeckt tatsächlich so ähnlich wie so eine Pho-Suppe, die man beim Vietnamesen sich im Restaurant bestellt. Also der Geschmack ist sehr gut, also hatte ich bei so einem Aufguss Produkt wirklich überhaupt nicht erwartet, dass das wirklich so gut schmecken kann. Und in Kombination mit frischem Gemüse und Pilzen und dann noch so ein Spritzer Limetten darüber, schmeckt mega, mega gut und geht halt auch noch total schnell. Und wenn es halt einfach mal abends, man hat einen langen Tag, ein bisschen schneller gehen, muss einfach ein bisschen Gemüse schneiden, Suppe drüber, dann kann man direkt loslöffeln. Mag ich total gerne. Hatten sie jetzt halt hier einmal für 1,48 hat die gekostet. Hätte ich gerne auch noch mehr mitgenommen, hatten sie leider nur noch einmal da. Es gab die dann noch mit Geschmacksrichtung irgendwie Shrimps, aber die mag ich nicht so gerne. Und gab nur noch eine mit Huhn, habe ich aber dann direkt zugegriffen. Wusste ich auch gar nicht, dass Thomas Phillips die hat. Ich vermute mal, dass die irgendwie so aus dem Ausverkauf von Real irgendwie kam, weil bei Thomas Phillips sind die halt viele Produkte, die irgendwie aus dem Sortiment gehen. Und bei uns in der Stadt macht halt ein Realmarkt geradezu. Und dort konnte ich die hier eigentlich immer kaufen. Vielleicht sind die da irgendwie gelandet. Werde ich beim nächsten Einkauf auf jeden Fall mal drauf achten, ob es vielleicht noch weitere Suppen davon gibt. War ich auf jeden Fall froh, dass ich die dort gefunden habe und war dann halt auch echt günstig, weil normalerweise kostet die schon irgendwie 1,99 oder so, also konnte ich da auch noch ein Schnäppchen machen und habe mal wieder eine leckere Suppe. Ich glaube, ich werde die direkt heute Nachmittag auch gleich essen. Heute muss es zwar nicht schnell gehen, aber irgendwie habe ich jetzt die ganze Zeit über diese leckere Suppe gesprochen. Jetzt habe ich irgendwie Appetit auf die Suppe bekommen. Naja, dann mache ich die mir ja nachher einfach. Dann habe ich mir noch was mitgenommen für 58 Cent. Thomas Phillips hat ja, wie gesagt, immer diese krummen Preise. Und zwar kleine Müllbeutel, 60 Stück, 5 Liter. Die verwende ich immer für meinen Kosmetikmülleimer im Bad. Das sind halt diese kleinen Treteimer, wie jeder die irgendwie so kennt. Und die Müllbeutelchen bei Thomas Phillips sind halt einfach super günstig. Und 60 Stück, das wird jetzt wieder ewig und 3 Tage reichen. Ich glaube, ich habe die erste Rolle gekauft, als ich hier eingezogen bin vor rund 2 Jahren und die ist jetzt erst leer geworden. Also werde ich die wahrscheinlich auch die nächsten 2 Jahre dann aufbrauchen. Und naja, für den kleinen Preis kann man sich das dann halt auch schon mal gönnen. Apropos kleiner Preis, für 98 Cent habe ich mir auch noch eine Packung Backpapier mitgenommen, auch zugeschnitten in 38 cm Stücke. Finde ich immer ganz praktisch, wenn man direkt immer den
ja, den Zuschnitt hat, anstatt irgendwie selber noch irgendwie Backpapier zuschneiden zu müssen. Und bei dem Preis habe ich mir gedacht, komm, nimmst du dir direkt eine Rolle mit. Ich backe zwar nicht wirklich, aber wie ich halt schon am Anfang erwähnt habe, so gebackene Kartoffeln und so weiter mache ich mir dann doch ganz gerne im Ofen. Und dafür brauche ich natürlich auch Backpapier. Und die Packung, die ich hatte, ja, neigt sich so langsam dem Ende zu. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach für den super günstigen Preis mal wieder eine Rolle mitgenommen. Ebenfalls super günstig war eine kleine zehnteilige LED-Lichterkette in Bunt. Der hat 1,11 Euro gekostet. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, wofür ich die verwenden werde, aber ihr seht ja immer im Hintergrund, ich habe hier so kleine Lichter stehen, hier auch diese, ja, wabernden Lichtsäulen und so weiter. Heute geht das ja mal. Heute ist, ja, ich sag mal, mein Hintergrund ziemlich gut ausgeleuchtet, weil heute auch mal die Sonne scheint. Aber ihr habt das ja bestimmt in anderen Videos schon mal gesehen, dass wenn es düster ist, wenn es irgendwie Winter ist und so weiter, dass es dann doch im Hintergrund schon mal ein bisschen dunkel aussehen kann. Und um dem entgegenzuwirken, ja, versuche ich dann immer mit so kleinen Lichtern irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, für 1,11 Euro nimmst du die dir mit. Und selbst wenn ich die jetzt direkt nicht für einen Videodreh brauche, für irgendeine Gelegenheit werde ich so eine kleine Lichterkette auf jeden Fall gebrauchen können, sei es Weihnachten oder zum Dekorieren von Geschenken. Das habe ich zum Beispiel für das Geburtstagsgeschenk von meinem Papa gemacht, dass ich um so einen Korb, um den Griff, so eine Lichterkette gewickelt habe und das sah halt einfach super schön aus und er hat sich auch total darüber gefreut, wie schön das Geschenk dekoriert war. Und für sowas kann man das halt auch immer gebrauchen. Apropos Geschenke, Ostern steht ja auch schon wieder vor der Tür und ich bin halt schon in der Planung für kleine Osternestchen und dafür habe ich mir zweimal mitgenommen, hat jeweils 1,69 gekostet. Geht hier auseinander mal hier. Solche kleinen Osterkörbchen, ja, die aussehen wie so ein kleiner grüner Zaun mit so ein bisschen Gras hier unten. Dann sind da noch zwei süße Osterhäschen mit drauf. Und die will ich halt füllen mit so ja, künstlichem Gras und dann noch Schoko-Osterhäschen reinsetzen. Mein Papa ist halt ein Riesenfan von diesen Lindhasen. Und da will ich ihm für Ostern ein paar besorgen. Dann halt ein bisschen Gras rein und die Häschen draufsetzen. Und das sieht dann halt einfach niedlich aus, also aus als wäre das so ein Gehege mit so kleinen niedlichen Hasen. Und weil ich das so süß fand, habe ich mir gedacht, nehme ich direkt zwei mit, weil ich habe ja auch Freunde und Familie und da muss ich auch noch ein paar weitere Häschen-Nester verschenken. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wer das zweite kriegt, aber besser haben als brauchen und sowas verdirbt ja auch nicht. Zur Not kann ich halt nächstes Jahr irgendwie nochmal ein Körbchen machen, falls ich das jetzt doch nicht verbrauche. Ich habe auf jeden Fall noch einen zweiten Behälter für Osterschokolade mitgenommen und zwar diese super niedliche Küken. Da habe ich halt auch schon jemanden im Sinne, wer das kriegen würde, und zwar meine liebe Kollegin und inzwischen auch Freundin und sie hat halt auch so ein Faible für niedliche kleine Tierchen und sowas. Und dann werde ich hier diese Tasche voll machen mit Ostersüßigkeiten und ihr das dann zu Ostern überreichen. Klar kann man auch diese fertigen Beutel im Supermarkt kaufen, aber ich finde das irgendwie immer ein bisschen schöner, wenn man so ein bisschen individuell so ein Geschenk zusammenstellt und ich glaube schon, dass sie sich über dieses kleine Ostertäschchen dann freuen wird. So, das war es auch schon wieder mit diesem Haul. So viel habe ich gar nicht gekauft bei Thomas Philips, aber es waren dann doch einige schöne Produkte und dann natürlich auch einige Schnäppchen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video auch gefallen. Wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.